Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Sonntag, Tag 2. Ja. Zeig euch mal kurz mein Zimmer. Eigentlich gibt's nicht viel zu sagen. Ein Bett, das reicht. Es kann ein Waschbecken im Zimmer. Bad und WC sind aber draußen. Ja, Fernseher nicht genutzt. Einfach nur geschlafen. Schauen wir mal, was heute so geht. Ich werde wahrscheinlich erstmal zum Park, mich da noch mit ein paar Zuschauern treffen und ein paar saftige Fotos dort machen, weil die Location an sich ist ziemlich cool. Und dann, ausgehend davon, ob Internet und Netz dort läuft, werde ich entweder dort chillen oder in die Stadt gehen. Aber auf jeden Fall am Anfang dorthin treffen, Fotos machen, Location abchecken und dann, wie gesagt, schauen, was so geht. Ja, das ist der Plan. Mal schauen, wann die anderen so fit sind, aufstehen. Aber ich könnte eigentlich direkt los. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Und los geht's. Zu den Buslinien in so, Richtung Schulte-Rödding und Lindenhorst. In der Bahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Scheine Rosena bekommen. Tag fängt schon mal besser an als der Tag davor. Jetzt fehlt nur noch ein 100er Kogason. Einer hat mir sogar von euch ein 100er Kogason gezeigt, geschickt. Kam aber irgendwie so um 5 Uhr in der Früh in Dortmund. So, Scheine Rosena, check. IV-Check. Oh, nice. Weg zum Park. Alle Module sind an und die Leute chillen einfach hier so auf dem Weg hier. Also Dortmund sieht nicht immer so aus. Die meisten der Stops hier sind gesponsert von Niantic App durch das Event aktiv. Ansonsten wäre es schon krass, wenn Dortmund immer so aussehen würde. Aber ja, das machen die meisten hier eigentlich. Wie gesagt, ich schaue mal jetzt im Park vorbei. Mal schauen, ob die Verbindung da stabil ist. So, da sind wir wieder. Am Park angekommen. Diesmal ist die Schlange komplett leer. Alter, ihr wisst gar nicht, wie voll es gestern war und das an allen Eingängen. Und hier ist jetzt einfach leer. Auf dem Weg hierher. Ah, der Wind. Moment so. Auf dem Weg hierher. So ein. Ja, ich will nicht sagen illegalen Shop, aber so einen kleinen Stand getroffen, der selbstgemachte Pins verkauft hat. Ich habe ihn einmal auf Instagram markiert und ein paar von den Pins erhalten. So macht man das. Immer serious business, immer am Laufen. Ja, jetzt gehen wir hier rein. Ich habe einen Chaos Lady, die will ein bisschen mit uns tauschen. So, wir haben hier ein Shiny Lavita. Heute Shiny Rosela bekommen. Gestern Shiny Wabaloo geklickert. Schauen wir mal, ob es gut ist. Wenn ja, dann können wir den eigentlich so entwickeln. Auch wenn er die Steinattacke nicht mehr bekommt, sondern immer nur noch Biss. Okay, ja. Naja, weiter geht's. Es wird gelaufen. Also ich nicht, aber die alle. 100er Lavita soll da vorne irgendwo sein. Es gab schon mehrere 100er Lavita hier. Ja, hier bin ich. Aber ich laufe nur bei einem 100er Kurason. Kam auch leider noch nicht hier im Park, 98er kam. Schauen wir mal, der Tag ist noch lang, vielleicht kommt noch ein 100er. Dann seht ihr mich laufen. Schauen wir mal. Wir gehen zufällig in dieselbe Richtung, also schauen wir mal, ob wir den auch noch bekommen. Wenn ja, dann ja. Wenn nicht, dann halt nicht. Problem ist, ich weiß nicht mal, welche WP der hat. Also, wir klicken hier jetzt gleich auf gut Glück.
die ganze Zeit in der Absicht spawnen lassen, damit sie alle zum Boot kommen. So kam jetzt die Kraft von der Kultur. Hummels. Immer noch kein Navigier. Das ist genau in unsere Richtung, genau da Richtung Gelaxo. Perfekt. Ja. Trainer, zu eurer Information. Es gibt keinen Spawn hinter der Seebühne. Trainer, for your information, there is no Pokémon Spawn behind the Seebühne. Kein 100er Lavi. Ich will in den See springen! Mein Gott! Hinter der Bühne, 100er Lavi. Erst in meinem Video, schau da dann hin! Was jetzt? Fake News! Hier. Immer noch kein Lavi. Immer noch kein Navitas. Er braucht doch in der Telegram. Hier fängt es auch langsam an zu laggen bei mir und zu laden. Ja, klar. Ein Foto. Jetzt ein paar Fotos gemacht, ein paar coole Sachen kann man hier machen. Mit ein paar so Aufstellern. Seht ihr auf Instagram, vielleicht blende ich hier ein, zwei ein. Da sind ein paar echt gut geworden. Dann gab es hier auch noch ein großes Gruppenfoto. Was ein kleiner Fehler war, dass ich da hingegangen bin, weil als wir da fertig waren, sind natürlich alle zu mir gekommen. Das war gerade echt krass, wie viele da waren. Auf jeden Fall sind hier gerade Chaos Lady und Tenmaru. Genau, von Orte. Das ist peinlich jetzt. Ich kann den Channel nicht. Pokelux, genau. Ja, genau. Oh mein Gott, ich muss das cutten. Cut, genau. Ja. Hi. Und Chaos Lady. Mit ihr wollte ich noch traden. Ja, genau. Und das machen wir jetzt. Ich kriege von hier einen Nocturne. Ihr wisst, 100er Nocturne fehlt mir noch. Wobei ich sagen muss, ich habe noch bei keinem Tausch gute IV rausbekommen. Aber man weiß nie. Du suchst noch? Hab dich. Okay. Da, 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 da. Bereit? Ja. Dann confirm. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Weil ich habe gerade einen 98er rübergeschickt. 98er? 98er Bummels habe ich dir gerade geschickt. Ah, 98er Bummels. Ah ja, jetzt steht's da. Spannung steigt. Dritter Satz. Oh. Und bei dir? Wie fährt das denn? Steht doch im Namen. Ne, da steht Hong. Achso, da steht. Okay. Ich habe dir 91% geschickt gehabt. Also jetzt hat es zwei Werte auf 15. Müsste ich mal nachschauen. Müssen wir ausrechnen. Ja. Könnte mein erster Tausch gewesen sein, der, wo das Pokémon besser geworden ist. Alles dann Chaos Lady. Alter, was geht ab da drauf hier? Ich fahr mal mit dem hier. Ich gebe euch mal eine Aussicht. Nicht schlecht. Jetzt heißt es nur Kamera nicht fallen lassen. Das wäre richtig leid. So. Wenn ich schon keine Drohne habe, dann wenigstens die Ansicht von oben. Ich muss aufpassen, dass hier nichts. Hallo! Dass nichts aus meiner Jacke fällt. So, ich muss mal kurz hier aufpassen, dass mein Handy nicht rausfällt.
habe ich ja gar nicht gesehen. Da sind ja irgendwelche Tiere drin. Also der Park an sich ist richtig, richtig cool. Nur zum Spielen ist halt leiden, wenn da kein Internet, kein Netz ist. Aber der Park an sich, echt coole Location, Niantic. Okay, das ist schon eine lange Strecke. Überraschend lang. So, einmal durch sind wir. Heute gibt es nur Rundfahrt, das heißt, ich muss einmal zurückfahren. Jo, jo, jo. Was soll's denn sein? Oh, Alter, was geht? So, anscheinend war hier irgendein krasser Hunderter. Ich glaube Bummels oder so. Ich komme eh nicht rein, also egal. Da hinten und da hinten und da hinten geht es noch weiter und weiter und weiter. Alter, wieder ungewollt sind wir in eine Mengenmasse geraten, die in dem 100er nachgelaufen sind. Ich schwöre, ich will diese 100er gar nicht, aber die verfolgen mich irgendwie. So. D 100% anscheinend. I don't know. Ich habe eine D aus dem Notmodul. So. Ich bin Cole, Leute. Aber das Event sollte in einer Minute enden. Schauen wir mal. Hier wird es nichts ausmachen, wenn es noch länger geht. Ich habe nichts zu tun, bis mein Bus kommt heute Abend. So. Wir können nochmal. Ne, können wir nicht. Es ist genau 18 Uhr. Und Kogason ist weg. Also zumindest der, den ich anklicken wollte. Weg, weg. Event vorbei. Alles tot. Alles fail. Alles Fehler, Fehler, Fehler. Inkognito. Inkognito. Nein, alles vorbei. Das war's, Leute. Safari-Zone Dortmund vorbei. Genau so ist es. Safari-Zone Dortmund ist vorbei. Das waren die zwei Videos von den zwei Tagen. War eine geile Zeit. Kurze Erklärung, weil das war ein bisschen abrupt. Da war zu wenig gefilmt. Und zwar bin ich danach irgendwann, nach einer Weile, nachdem ich im Park fertig war, nach draußen gegangen in die Stadt, weil da war auch viel los. Und die ganze Zeit wurde irgendwie nach einem 100er geschrien und dann haben sich die Mengenmassen bewegt, im Park, in der Stadt. Ich habe ja zufällig, wirklich zufällig, ein paar miterlebt. Ich bin einfach die Straße entlang gegangen. Auf einmal kam die Lawine an Menschen. Dann dachte ich mir, okay, gehe ich mal mit. War leider jedes Mal ein Fail, alles fake. Es kamen echt ein paar Hunderter, Lavita, Hunderter, Corazon auch. Ergodactyl war am Start, Bummels auch. Also es kamen echt ein paar Hunderter, aber ich würde sagen, 80% dieser Alarmfälle waren echt fake. Und es gab auch Leute, die haben das echt mit Absicht gefilmt, mit Absicht irgendwelche Fake News verbreitet und dann die ganze Mengenmasse gefilmt und dann und sich dann einen abgelacht. Aber insgesamt, Dortmund war cool. Mein Fazit folgt noch in dem separaten Video mit Kritik, mit Verbesserungsvorschlägen, mit einem bisschen Gedisse an Niantic und ja, dem Fazit allgemein. Aber ich kann nur sagen, ich hatte echt eine Menge Spaß. Ah ja, und zwecks der Entschädigung. Das wird dann auch noch im Video danach besprochen. Aber wie gesagt, Dortmund, ich hatte eine geile Zeit. Tag 1, ich habe versucht, eine Menge zu spielen. Habe versucht, da das Bestmögliche zu machen.
War vielleicht ein Fehler, ich hätte das ein bisschen chilliger angehen lassen sollen. Aber werde ich, wie gesagt, noch in dem anderen Video ansprechen. Und dann Tag 2 habe ich echt gechillt, hatte da auch mehr Spaß. Ich habe den Park genutzt, ich habe mir echt den Park genauer angeschaut, Spaß im Park gehabt mit den ganzen Sachen. Es gab echt coole Sachen, die man im Park machen konnte und das habe ich echt genutzt und da echt eher weniger auf die Pokémon geachtet. Und dadurch hatte ich dann doch echt eine Menge Spaß. Shoutout an Chaos Lady und Herrn Margo von Pokélux. Habe ich beide da kennengelernt, also Chaos Lady kannte ich schon davor, aber beide dort getroffen. Und ja, relativ viel an dem Tag abgehangen zusammen. Ein paar Shinies gefangen, ein paar Corazons gefangen, so viele Pokémon wie möglich gefangen. Also die Stops, wurden mir berichtet, sind immer noch da, die Niantic da eingesetzt hat oder erstellt hat. Aber die Module laufen halt nicht, die muss man selber zünden. Und das Event ging Punkt 18 Uhr zu Ende. Mein Bus fuhr irgendwann später. Und ja, da waren immer noch eine Menge Leute am Start, eine Menge Raids wurden gemacht. Die Module haben immer noch gebrannt, bis ich weggefahren bin. Also, ging schon ab. Eure Meinung, euer Fazit zu Dortmund unten in die Kommentare. Wart ihr dort? Habt ihr mich gesehen? Hattet ihr Spaß? Ich hoffe doch, wenigstens ein bisschen Spaß. Also, es war viel Geleide, aber ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. All das unten in die Kommentare. Also, das war's von mir. Checkt Teil 1 auch noch ab. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Ich habe einen neuen mit neuen Preisen. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.